Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zu etwas ganz Neuem hier auf dem Kanal. Wir spielen Stellwerk-Sim. Und ich muss mich gerade schon mal um den ersten Zug hier kümmern aus Völster 48701 nach Hall in Tirol. Und der möchte da gerne durchfahren. Ich gebe mir dann mal schnell die Fahrstraße und dann bin ich gleich wieder bei euch. So, Kreis 66 F34. Passt. Gut, schickt mal. Nicht über 3 AB, sondern über 4 auch draußen. Ja, dass man jetzt bei mir Stellwerk 7 sieht, das kommt ein bisschen überraschend. Ehrlich gesagt hätte ich auch nie gedacht, dass das Spiel etwas ist, wo ich sage, boah, das interessiert mich und das macht richtig Spaß. Aber ich habe mich vor kurzem mal mit Stellwerk 7 ein bisschen auseinandergesetzt und boah, es macht richtig Spaß, hier ein bisschen Fahrdienstleiter zu spielen. Vor allem im Multiplayer. Wir spielen es jetzt gerade im Singleplayer, weil Multiplayer ist gerade besetzt. Und Instanz 1 ist nur noch eine Stunde. Ich dachte, jetzt gehen wir halt hier auf Instanz 2. Da ist es gerade 21:15. In echt ist es gerade 19:45 bei mir. Und ja, schaut uns Innsbruck an. Ein Bahnhof, den ich relativ gut kenne. Und ist in meiner Heimat, Tirol. Und ja, da werden wir jetzt mal ein bisschen Spaß haben. Meine Befürchtung war ganz am Anfang, das kann doch gar nicht interessant sein, wenn man einfach hier nur das Stellbild sieht und dann die roten Balken hin und her wandern sieht. Aber das macht halt schon richtig Spaß. Klar, es wäre natürlich ein bisschen schöner, würde man da die Züge sehen können, so ähnlich wie in Zimmer oder TD2. Aber es hat trotzdem seinen Reiz. Ich bin noch nicht komplett drin in Stellwerk-Sim. Hat so noch ein paar Feinheiten, wo ich technisch ein bisschen Übung brauche. So, wir haben von der Güterabfertigung einen Zug, der will nach FBF Nord. Das ist da oben. Wende FBF Nord, HBF Nord. Und dann wieder Retour. Ja, okay. Das sollten wir hinkriegen. Von Völs kommt gerade der nächste, so wie es aussieht. Ja, geil. Der wird noch W3, wird hier einmal halten. Tun wir schon mal voreinstellen. Und dann fährst du doch mal eins weiter. Perfekt. Von der Güterabfertigung. Müssen wir mal kurz gucken. Du bist doch vermutlich erst Hauptbahnhof, oder? FBF Nord ist einfach nur durchfahren. Du musst erstmal so rangieren und dann so. Und dann geht's rückwärts da oben rein. Wunderbar. Gleis 66. Was ist denn das für einer? Der will auf 31. 11:45. 11:57 fährt er dann weg. Und der steht jetzt hier schon draußen auf dem Gleis. Okay. Was ich jetzt gerade noch einstellen werde, und zwar eine automatische Fahrstraße von da nach da, wenn es kommen sollte, und von da nach da für die Umfahrung. Sehr gut. Dann passt es erstmal. Sehr gut. Irgendwas übersehen. Ach so, ich wollte mir mal kurz anschauen. Wo war denn das Abfahrtsmonitor? Wir gehen Gleis 31. Das hier. Wo ist da kein Zug hier drin? Hä? Wieso bin ich mal vor 31? Nichts angezeigt. F15. Also bis L15 kommt hier nichts. Ja, gut. Da soll mal in 66 hier drin stehen. So, von Halle in Tirol kommt jetzt auch was. Ja, bin nach Wachbahnhof Nord. Ja. Das. Kriege ich das auf die Schnelle hin? Wer hat der Kollege jetzt gerade? Lass ihn den mal durchfahren und dann erst du da rein.
Das müsste ja eigentlich schnell gehen. So, 574 und brauchen fast. Oh shit, da wird jetzt auch noch ein Zug rausfahren. Ja, das ist erstmal nicht. FBF Süd, da bin ich noch Föls. Nehmen wir mal an, das können wir machen. FB5. Sprich, Innsbruck West hier auf Gleis 5. Und dann schauen wir weiter. FBF Nord, wo ist der Zug? FBF Nord, Hallin, Tirol, Güterbahnhof. S1. 94. Achso, warte mal, das ist der hier von Hall in Tirol. Von FBF Süd. Wo ist der mit Nord? Ach so, ach man. Ich bin doof. Ich dachte, da wollte Zug rausfahren. Ja, mit der Wende wirst noch. Ja, wobei. Also, was lassen wir dich mal schnell da reinfahren? Er rauscht jetzt hier sowieso erstmal vorbei. 4AB. Du kannst jetzt mal ein bisschen früher abfahren. Vorzeitige Abfahrt. Dankeschön. Möchte ich hier nicht stehen haben. Auf Gleis W3. Du willst dann auf 4AB. Kriegen wir hin. Einmal voreinstellen. Nach Dö. Dankeschön. Also nur so zur Erklärung. Wenn es jetzt so zum Blinken anfängt bei den Signalen, so wie hier zum Beispiel, dass eine Fahrstraße vorprogrammiert ist, wird er dann stellen, sobald es möglich ist. Gelb ist natürlich die Fahrstraße, die ich gemacht habe, rot sind natürlich die Züge. Grün heißt, dass ich hier manuell eine Fahrstraße eingestellt habe, sprich, wenn ich eine Fahrstraße zu diesem Signal mache, dann wird er die Fahrstraße auslösen, die ich einprogrammiert habe. Das ist gerade hier oben sehr praktisch. Jo, die kleinen Rangiersignale, ich glaube, das ist soweit klar. Von der grundsätzlichen Bedienung wird es kein Tutorial von mir geben. Zumindest fürs Erste nicht, muss erst selber ein bisschen reinkommen. Aber ich habe schon ein paar Stunden gerade in Innsbruck, Kufstein, Romanshorn verbracht. Es macht echt Spaß. Eine Sache ist mir aber aufgefallen. Die Gleisbilder hier sind alle ein bisschen vereinfacht. Und gerade in Romanshorn ist es stark auffallend, dass da sehr viele Gleise fehlen. Auch hier fehlen Gleise. Aber ich denke mal, das ist soweit erstmal okay als vereinfachte Simulation. Oh, meine Stimme. Ist heute mal wieder wunderbar. Sidele. Der soll jetzt mal da schnell mal weg. Sollen wir schneller rangieren da oben? Was eigentlich heißt Zugfahrstraße vor der Schäferstraße. Der Kollege da hinten, den können wir gerade nach Völs rauslassen. Ja, Gleis 5, 10, 920. Du auch vorzeitig abfahren. Komm jetzt bitte nicht auf die Idee, dass du jetzt hier stehen bleibst. Und dann ist unser Bahnhof eigentlich relativ leer hier. So, jetzt kriegt er seine Fahrstraße hier. Güterwagen. Die stehen wir dann hier unten auf W8. Theoretisch bis 10:30 noch. Du müsst ja nicht demnächst den Lok rauskommen. Und ich glaube, die steht momentan hier beim Ladegleis. Die wird dann hier rausfahren und da wieder ran. FBF Süd. Ne, wobei. Wenn die ankoppelt, dann wird die vermutlich nochmal umsetzen und dann geht's in den Güterbahnhof hier oben. Ja, und zur Stellwerk 7, ich denke mal, ich werde mal so zwei Videos sicherlich machen und dann mal schauen, wie ihr das so annehmt und eventuell dann mehr. Also ich habe schon Bock und vor allem dann halt im Multiplayer ein bisschen zu zocken. Da kommt der nächste von Hall, die S3, wieder auf Gleis 5. Ja, wenn es denn sein muss, ist relativ pünktlich.
Jetzt 3 Minuten Verspätung, weil ich da vermutlich mit meinem Güterzug ein bisschen gebraucht habe. Wieso machst du die Baustraße nicht? Müsstest du doch eigentlich machen können. Abwarten. Ah, jetzt. Ach so, wieder fahren. Alles klar. Von Völs, der Ne. Och du Schiss. Der hat 21 Minuten Verspätung. FBF Süd. Ja, Kollege. Du wirst erstmal warten. Wir müssen hier auf W5 fahren. Und dann kannst du in den Güterbahnhof rein ducken. Kollege W5, ich habe gesagt, du sollst eigentlich abfahren. Jetzt hat der doch angehalten, ey. Der hält. So, auf Gleis 4, der Typ da. 28 Abfahrt. Das ist jeden Moment. Können wir schon mal voreinstellen. Richtung Hall. Ansonsten würde ich sagen, lauft's erstmal hier. Wunderbar. Auf Instanz 1 ist sogar momentan eine Störung hier von der Umfahrung. Ihr seht, das untere Gleis gestört. Heißt, die ganzen Güterzüge und Co. fahren dann hier durch den Hauptbahnhof durch. Es ist sehr spaßig. Noch viel spaßiger wäre es, wenn die komplette Umfahrung zu wäre. FBF Süd. Ich möchte noch Matrei. Und ich kann ich eigentlich, glaube ich, noch schnell rausschicken. Du fährst. Mal selber schauen. Nach. Ja. Und Tschüsskowski noch Matrei. Viel Spaß am Brenner. Der kriegt seine Fahrstraße nach draußen. Und der Kollege kommt jetzt hier rein. Den könnten wir eigentlich schon mal hier reinschicken. Und sobald der hier weg ist, kannst du hier reinfahren. Perfekt. So, jetzt schauen wir nochmal wegen Gleis 31. Abfahrtsmonitor. Ich glaube, der kann auf Gleis 31 fahren. 66. Es ist echt eingeplant. Von 10.08 bis 11.43 steht der auf Gleis 66. Ah, gut, dann lasse ich doch stehen. Nur zur Sicherheit. 5CD. Oh shit. Der fährt eigentlich nach Matrei. Das war jetzt ein Fehler mit dem Güterzug. Ja. Nicht so gut. Und lass mal bis davor fahren. Der ist schnell mit seiner Fahrstraße. Gerade mal über die Weiche drüber, schon kommt die nächste Fahrstraße rein. Aber auch Verspätung. S3, ja, plus 4 Minuten sind es. Jetzt werden es vielleicht 1-2 Minuten mehr mit dem Güterzug. Oh je. Es gibt schon mal Minuspunkte. 4B nach Hall, der hat schon seine Ausfahrt. Der ist. Moment mal. Kuppelt mit. Achso, ne, okay, alles gut. W8. Ich dachte schon, der oben kuppelt da mit dem Wagen. Ah. Einmal verguckt. So, geht dazu. Gib mal Gas. Räubel auf Anschlag. Aber 5 CDs. Es müsste gerade im Moment abgefahren sein. Den nehme ich mal da unten auf der Gleisliste.
Ich finde es auch ganz cool, dass man hier recht schnell sieht, ob im Multiplayer jemand im Nachbarstellwerk ist, weil dann hier diese Vorsignale gehen dann an. Das ist eigentlich schon ganz cool. Und dann entsprechend kommen dann die Fahrstraßen rein. Wenn da was passiert, 10:30 noch keine Lokbau. Könnte jetzt noch spannend werden. Ah, der Lokführer wird sich jetzt so ein abbuchen, wenn er sieht, was vor ihm wartet. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie es im Bereich da nach Matre aussieht, aber eventuell kann man den Güterzug überholen. Müsste ich mal reingucken. Brenner war ich noch nicht. Also, ich meine, es ist Schellbergsim. Brenner an sich war ich schon mal. Und da steht er. 5327. Was hast du denn? Ah, steht leider kein VMAX da. VE5 Güterwagen. Von Ladegleise 10:17 bis 10:19. Aber das ist ja noch nicht passiert. Zumindest nicht in meiner Schicht. Spannend. Hall in Tirol nach Traktion über Gleis 8. Okay, mal machen. Gleis 8 nach Traktion, das ist hier. Ich frage mich, ob Traktion dieser Lokschuppen ist mit der Drehscheibe. Aber von der Position her wäre es, glaube ich, ein bisschen schräg. Ich habe das Gleisbild nicht mehr so im Kopf, aber ich dachte, ich glaube, der Lokschuppen wäre mehr so hier. Und nicht bei der... Ja, wobei, er ist da schon in der Kurve drin. Also der Abschnitt da, von da nach da, das ist eine schöne Kurve. Es ist nicht gerade. Aber ansonsten, ey. Ja, vermutlich ist der Lokshop. Ich bin mir nicht sicher. Dann theoretisch, wenn ich jetzt da unten abgebe und er fährt los, dann ist die Lok ja dran. Wenn er nicht losfährt. Da ist ja nichts dran. Ich würde sagen, wir sehen einfach mal aus. Die Schäferstraße wäre da. Oh, da kommt ja noch einer. 694 nach Füls. E2. Okay. Über 3. Du erstmal hier so lang, bitte. Ja, der da unten fährt nicht los. Da fehlt die Lok. Über B2 nach Dö. Dankeschön. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Ich habe leider kurz unterbrechen müssen, wegen einem wichtigen Anruf. Ja, wir haben hier oben jetzt einen verspäteten Güterzug. Bei den Ladegleisen ist jetzt hier mal die Lok rauskommen. Ich möchte auf 758, das ist das Gleis da, und dann einmal koppeln. Das werden wir ihm hier mal geben. Der Zug fährt da Richtung Völs raus. Und den verspäteten Güterzug da oben werden wir vermutlich
dort wieder losfahren lassen. Und da oben haben wir eine Vorspannlok, die wieder den Güterzug koppeln will auf Gleis 15. Und zwar ist es die hier, koppelt mit NG 45144. Der Kollege ist 34 Minuten zu spät. Das heißt, der steht da oben noch mal ein bisschen. Okay. Gleis 17. Gibt's halt wegen eurer City-Überholung. Kein Eurocity in Sichtweite. Ich glaube, du fährst mal noch Matrei raus. Okay. Dann, was haben wir hier? Du bist schon hier draußen, du fährst da rein und wirst einmal kuppeln. 6AB nach Hall in Tirol. Tun wir hier schon mal einstellen. Erstmal über das Gleis raus. Schau ich nochmal wegen Gleis 31. Ist immer noch nicht. Und wobei, L40 habe ich jetzt gesehen. Komm, du fährst mal auf Gleis 31. Tup, 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 tup. 31. Gleis 66. Vorzeitige Abfahrt. BB Ost, was kommt da jetzt? Verschubfahrt. West zu FBF. Okay. Also, soll ich vielleicht mal hinklicken. Gut. Verschubfahrt West zum FBF. Alle klar. Nein! So machst du das bitte nicht. Du machst es bitte so. Und da nach der. Und von da nach da. Und da will. Ach, da kommt da was von der Traktion. Bei Gleisbelegung FBF durch Hauptbahnhof verschieben. 44. Kuppel mit VE455. Wo ist denn der jetzt? Folgeleistung aus G. Von Matre nach FBF Nord. Ja, cool. Will ich dich jetzt schon haben? Von der Traktion her. Schiebelok wartet bis Spitze von Gegend zu verschoben. 44. Von 15 auf 44. Wo ist 44? Siehst du gerade irgendwie? Hä? Wo ist hier 44? 203, 41. Ich kann mir gerade irgendwie 44 nicht anschauen. 66. Will ich dich jetzt wirklich schon haben? FBF doch abgeschieden. 15. Ich will dich nicht haben. Komm. Ja, das ist schön, dass ihr gekuppelt habt. Ja, weißt du was, dann fährst du halt. Kannst so gar nicht fahren. Ich bin am Gleis 44. Ach so, Gleis 44 ist. Ah. Hab ich gefunden. Kannst du hier nach unten fahren? Bitte, danke. Wieso kannst du hier nicht nach unten fahren? Geht das? Nein, das geht. Dann fährst du. Fährst du so. Und von da. Fährst du nach da, von da fährst du nach da. Ach,
Das kommt davon völlig was. Nein, du machst das bitte nicht. Hallo. Du fährst nach da. Dankeschön. Völs, Halle Tirol über B3. Und dann 2 AB. Wer will denn jetzt was? Wo klingelt's? Ach, Seefeld. Seefeld, W1, über Gegengleis zum Hauptbahnhof auf Gleis 22. Gut. Machen wir. Und dann können wir die Güterwagen da unten loswerden und Halle in Tirol möchte auf 1 CD. Und dann Richtung Völs weiter. Kuschelig. Spaßig, spaßig. Achso, warte mal. Der Kollege kann hier mal weiterfahren. Ist jetzt hier eine Lok da, die ich noch nicht brauche? Hätte ich wirklich noch warten können? Und die zweite Lok. Na gut, da oben stört es mich jetzt weniger, wenn die da bei Gleis 44 da rumsteht. Ja, kann schon ein bisschen stressig werden hier in Stellwerksim. Eurocity. Ebenfalls W3. Gleis 4AB. Mal hier schon mal rein. Nächste Fahrstraße 4AB. Und dann 660. Wo ist der? Ach nein, ich glaube, das ist. Nein, das war schon der, den ich da gerade schon gemischt habe. Die zwei kommen einfach gerade direkt hintereinander. Kritisch, meine ganzen Verspätungen hier. Wenn ich dann hier mal kurz Luft habe, dann können wir mal die Güterwagen hier loswerden. Ja, FBF Süd. Gleis 31, F57, ja. Der interessiert mich meine ganze Stunde nicht. Oh, der Zischt. Ja. Weißt du was? Du musst einfach mal warten. Wann ist mit warten? Gut, warten, war ich wieder direkt warten. Warten angeordnet. Du hast Zero Prio da mit deiner Verschubfahrt. Ewig lang da unten gebraucht. Kannst du mal 10 Minuten länger warten. 45144. Wo willst du hin? Oh, warte mal. Das ist der mit der Kuppelaktion. F-Gleis 15. Gehe ich die schnell da rein? Ja, müsste ich ausgehen. Koppelt mit Vorspannlok NG4 bla bla bla. Cool. Dann kommt die Vorspannlok da. Soll ich einmal vorfahren? Dann bin ich die Lok jetzt da endlich mal los. War schon ein bisschen risky Move da, wenn die Lok da steht und hier kommt ein Zug rein. Matt 3. Umfahrung. Bitteschön. Und tschüss. Nicht mehr mein Problem. Das erste. So, der Kollege kommt jetzt auf 2AB hier rein. Was ist denn hier los? Plus 22, plus 12, plus 6. Ich bin unschuldig. Manchmal, nicht immer.
Ja, der Lok da hinten ist auch angekommen. 11:12 Uhr. Ja, könnte schlimmer sein. Ja, Fahrstraße steht auch schon mal für den. Perfekt. Oh shit. Habe ich. Ach so, oh, boah, ich dachte gerade, ich hätte gerade hier den Zug vergessen. Dabei fährt der auf dem Gegengleis da unten. Der ist am Renndüsen. So, 1 CD nach Völs. Ja, ich gerade ein bisschen dicht. Dann werden wir das hier mal voreinstellen. Muss die Verschubfahrt halt noch ein bisschen warten. Zugfahrt hat Vorrang. C58, 2AB, all in Tirol. 2 Minuten. Ach, der ist so schnell mit seinen Fahrstraßen. Okay, Mr. 2AB. Tschüss, noch Hall. Hier eine pünktliche S2. So, Gleis 15. Der glaube ich steht noch nicht, sonst würde er jetzt hier auftauchen. Jetzt aber. Komm mal da rein, bitte. Gib die Seitwegen gekuppelt. Spannend, was hier in Innsbruck teilweise so abgeht. Ich denke mal, nach dem Zug da, nach dem 660er, könnten wir mal immer auf die andere Seite bringen. Dann wäre schon mal viel gewonnen. Ich muss aber spätestens hier oben wieder warten, weil der wird vermutlich vorher noch bereit sein und möchte noch raus. Der ist jetzt ein bisschen zu spät schon. Also eine Rand-Schieferstraße kann ich ja nicht vorprogrammieren, oder? Nö. 4AB ist noch nicht in der Liste. Aber jetzt fährt um 6 nach ab. Okay, wunderbar. Jetzt sind wir in der Zeit. Gleis 15 um 47. 10, 47, 10. Ach, du hast hier nochmal Betriebshalt auf B6. Ja, die Güterwagen bleiben hier noch ein bisschen länger stehen. Ich dachte, der fährt nach Matt 3. Dann halt nicht. Ach nee, ah, Seefeld. Von B6 auf Seefeld. Okay. Ja,
Oder tue ich den verspäten? Tue ich den verspäten? Ah, das war ziemlich böse. Also jetzt sind wir noch Schubfahrt 20. Er hat bis 53, da ist er ist schon zu spät. Dann würde ich nicht noch länger verspäten. Gibt es aber die Meldung, dass ihr da gekuppelt habt? Das wäre voll super. Warum da ziemlich lang da oben? Ah, jetzt. Wunderbar. Gut, Abmarsch. Wer will jetzt was? FBF Süd. Au, ach, da will noch Völs. Leute, ich muss da mal ein paar Güterwagen da runterbringen. Ihr könnt's mir doch nicht ständig hier das Gleis voll machen. Und davon halb was. Der fährt auch noch Völs. Ist so klar. 3 CD. Bitteschön. Trieb's halt auf W2. Okay. Plus 3. So, und sobald der hier losgefahren ist, fährst du da runter. Ah, da haben wir dann Schiere da unten. Gute Zucker der Verschubfahrt, hast halt echt immer die Arschkarte. Jetzt kommt von Matrei, will auch rein. Ich möchte noch 5 kannst du haben, bitteschön. Und da sehe ich jetzt gerade was Kritisches. Ich mache mal was Böses. Du fährst jetzt gerade mal direkt nach Seefeld. Nachdem ich ja Übungsmodus bin, brauche ich da jetzt ja nicht großartig Fragen wegen Seefeld. Und von Seefeld. 10,56. Ei. Warte mal, ist das doch eh der hier gewesen, oder? Jo, ansonsten erstmal nichts von Seefeld. So, das hier nochmal einstellen. Der nächste von Hall. 5152. Die wollen alle darüber. 1A, B. Okay. Bitteschön. 4A, B wird jetzt dann auch mal nach Hall fahren. 3 Minuten. Geil. Güterzug fährt jetzt da runter. Das gefällt mir. Kannst du 11:05? Sebastian, du fährst ja dann gerade mal durch. Will ich hier weg haben? Hier 8176. Du wirst auf W5 erstmal warten. 55442. Er ist am Durchfahren. Gut, gut. Und dann werden wir vermutlich mal diese Güterwagen hier los. Der Arme. Ich glaube, der kriegt einen Kaffee von mir.
Umforung. Bitteschön. Weg mit dir. So. Einmal noch halt. Tschüsskowski. Zweiundzwanzig noch Seefeld. Können wir eigentlich auch einstellen. Gestern auf B1, B1 noch Seefeld. Irgendwann muss ich dir jetzt einfach mal hier rausdrücken. Oder halte ich den mal ganz kurz auf die S5. Das heißt, der Güterzug ist jetzt hier noch im Durchbrettern. B wird auch noch füllt, also der muss eh auch warten. Übers Gegengleister rüber. Auf B3 und B3 noch füllt. Die stehen halt echt ungünstig da unten. Was? 3, 5, 7, naja. Voll in die Landstraße. Hat bis Bürgel, oder? Innsbruck, Brenner, Bürgel, ja. Ach so, das ist gerade schon der Vollgezüge. Ja, einmal vorprogrammieren. Umfahrung voll machen. So, die fahren jetzt gleich jeden Moment weg. Soll ich den schnell rausfahren lassen? Soll ich? Ah, ich bin jetzt mal nett. Ich werde jetzt so lange warten müssen. So. Junge, sei schnell. Du musst dann nach da. Du musst dann nach da. B8. Deswegen, was ist das jetzt hier? Fahrt los. Gut, er gibt Gas. Sehr geil. Schifffahrt, FBF Süd. Dann bin ich denn jetzt endlich los. Da wird sich denken, oh Gott sei Dank kann ich jetzt endlich mal losfahren. So, 5 AB, der fährt nach Halle Tirol weiter. Um 13 nach. Wartet immer noch auf bessere Tage. 31 noch Fels um 11.57 Uhr. Dann ist wieder langsam hier Ruhe. So, beide hier losgefahren. Und dessen Fahrstraße können wir dann auch schon für Fels einstellen. Und dann ist eigentlich unser Job hier erstmal dann. So, 11.13 Uhr. Warten wir noch ein bisschen. Cool.
Aber ich würde sagen, für die Episode war es das erstmal. Wir haben unseren Güterwagen endlich weggekriegt. Der fährt nach seinem Fachbahnhof hier Süd. Und ansonsten schaut es soweit okay aus mit der Zeit. Alle rausgefahren. Gab keinen Unfall soweit. Hat Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und mal schauen, eventuell werde ich im Edit noch ein bisschen was von Innsbruck hier damit reinbringen. Und klar gibt es ein bisschen Musik. Und dann schauen wir mal, was das nächste Stellberg ist. Und ich hoffe, das kommt bei euch entsprechend gut an. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und ich hoffe, dass dann die nächste Episode entsprechend Multiplayer sein wird. Bis dahin, wünsche euch viel Spaß und gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.